Danke für Senden, Bro. NNO Playoff Miracle Run. 42 Minuten. Was ist denn bei NNO los? Das ist doch die Frage, die wir uns wirklich alle stellen, denn NNO hat ja im Spring noch gestompt. Ja. Komplett. Ich bekomme, egal ob ich gut oder schlecht spiele, bekomme ich Flame. Und das ist fucking frustrierend. Ich habe da also irgendwie einfach keinen Bock mehr drauf. Oh. Ich war so sauer, dass ich keinen Bock mehr auf die hatte, bin nicht auf die Teambesprechung gegangen und bin in mein Zimmer gegangen, habe mich hingelegt, um zu resetten. Daniel Reese, Fenster. Abgesehen von heute sind wir echt schlecht zur Zeit. Also man muss ja auch realistisch sein. Ne? Wir haben jetzt nicht gut gespielt in letzter Zeit. Aber wir werden jetzt ein bisschen trainieren, wir werden ein bisschen scrimmen. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. LNO Miracle Run. Klingt ja erstmal ganz geil. 42 Minuten. Mal gucken, ob das Video immer zu langsam wird. Ich bin ja einer der jungen Spunde. Meine Konzentrationsgabe ist sich schon noch nicht ausgeprägt, aber ich habe was zu essen unten. Das muss ich mir jetzt kurz holen. Und dann gehören wir uns das Twitch. Das heißt, ich gebe euch jetzt kurz Musik und dann sind wir zurück. Okay? Gleich. Okay, hier bin ich wieder. Sekunde, ich brauche noch eine Gabel. So, wir haben jetzt für das Video Verpflegung besorgt. Ich hab Hunger, aber ich hab nicht viel Essen bekommen. Einmal haben wir diese Tortellini. Die werden wir jetzt, glaube ich, zuerst essen. Danach essen wir diese Pizza. Und dann habe ich hoffentlich noch irgendwas anderes. Irgendwo rumliegen. Immer noch ein bisschen Schokolade und Scheiße, irgendwas müssen wir essen. Also, rein da würde ich sagen. Musik aus, Video an. Trainieren, wir werden ein bisschen scrimmen. Ihr könnt das gewinnen. We can win these. Oh mein Gott. Guckst du dir? Sit. Jetzt. Okay, that's okay. Oh, geil! Der kann doch gewinnen. Der hat gewinnt, der hat gewinnt. Komm, du kannst ihn, glaube ich, sogar. Ich tippe ihn an. Komm. Könnt ihr auch tippen? Ich hab mega. Oh Gott! No way, du musst ja jetzt einsetzen, mein Junge. Oh, schöner Flash! Das war so wichtig! Konnte das Ganze auch playen, Red. Komm, ich bin komm, ganz ganzer Weg, ohne der überlebt hat. Komm, hast du dir also hier? Wir gehen oben rein. Ist gut für uns. Nice. Ezreal? What the fuck, hab ich gesehen? Ist reingeflasht, what the fuck? Nein! Sehr schön! Rutschig! Sehr schön! Und dann kommen die Kids! No way mit dem Doppel! Let's go! Game 5! Ich glaube, die können nein! Toll! Alter, wie sind die? Nach dem Game müssen wir reden. Alter, du musst echt die Fresse halten, ey. Das tut mich so auf, das Game. Was ist da gerade für ein Sound? Seid ihr bereit für das letzte Game des Div 2 Strauß Prime League Summer Splits? NNO gegen Austrian Force. Vision drumherum gespielt, Zero Impact. Da wird die Blast Cone beseitigt und zack, ist man drauf auf der Diana. Er kriegt das Level up, weil er den Grom kriegt. Aber wir müssen aufpassen. Sollen wir nachflashen, ja? Nee, ich bin da drüber. Yasuo kommt. Hier. Vorsicht. Raus. Ist nicht mehr da, aber Level 6 für die Akali. Trotzdem 1-1, First Blood geht an NNO. Ich bin jetzt gerade. Das hier war das letzte Game. Wenn wir das verloren hätten, hätten wir vielleicht nicht Playoffs geschafft. Dann hätten wir einen Tiebreaker spielen müssen gegen Wesports und Wesports hat uns in Scrims immer zerstört. Obwohl die eigentlich viel schlechter sein sollten als wir. Wir sind Siebter geworden, aber ich meine, wir sind ja auch nur Sechster geworden, aber wir sind Erster geworden am Ende der Playoffs zumindest.
Was war Game? Das war so wichtig. Ne? Austrian Force ging Ende los, war das letzte Game der regulären Saison. Hier, hier, hier. Vorsicht. Game ist aber auch 1-1. Ist nicht mehr da, aber Level 6 für die Akali. Trotzdem 1-1. First Blood geht an NNO. Ich bin jetzt gerade noch nicht da. Akali ist eigentlich und der Shuriken Flip ist drin. Vielleicht die Perfect Execution. Aber geil. Raus mit der Akali. Bröki das Leben. Sauber gespielt. Kann man Nano hier jetzt abgreifen, ist die große Frage. Man wird nachflashen. Sollte wenn man den Caster noch hört, ist voll gut wird gemacht. Donated an No Way. 1-1 getradet. Tolkien auf der Top-Lane mit dem Tier 2 beschäftigt. Ich hab jetzt und hier kommt Bröki zusammen mit dem Rest des Teams. Tolkien TP3, Gnar zurück in die Arme seiner Jungs. Und jetzt ist Valkyrie am Start. Valkyrie? Die Akali wird komplett eskalieren. Der nächste sitzt. Aber ihr könnt das noch gewinnen. Easily, sehr easily. Nice, schöner Flash. Jetzt bang. Bang. Würdet ihr auch noch. Schönes Ding, Freddy auch. Let's go, guys. Oh, let's get it. Bei Black Bröki. Für NNO. Der Brücke ist Smurf, war eine schöne Wazir-Wall, aber Brücke hat den TPS gedrückt. Dem Cyclone kann aber nicht ganz connecten. Zero Impact ist da sehr schön am Zone. Er ist einfach die Threat in der Frontline. Zwei oh, der Flank, ja, ah, geil. Die Arme. Der Flank war sexy. Hier? Yasuo? Akali? Backline! Nehme ich gerne Quelle zu. Da ist NNO komplett am Eskalieren. Emperor's Divide nimmt Zero Impact raus. Nachdem das Early Game überhaupt nicht also er hat nichts bekommen. Jetzt haben wir den Turn. Oh, der zweimal Moonfall ist der Flash. Mit White Rock verloren. In der Flash. Akali, Backline, Peel für Brücke. Akali. Nice. Man killt ihn einfach weg. In der Frontline sitzt Dagorin und tankt die Welt weg. Komm. Playoffs. Sehr, sehr nice. 25 Minuten, das schnellste Game des Tages. Und NNO geht in die Playoffs. Das war wichtig, sonst wäre nämlich einfach raus gewesen. Ja, logischerweise geht es jetzt gegen Kid SC. Wie würdest du da sagen, stehen eure Chancen? Ich glaube, gegen Kid haben wir tatsächlich ein relativ gutes Match. Ey, vielen lieben Dank, Iroman. Du bist wundervoll, guten Abend. Vielen Dank, Mann. Willkommen zurück hier bei der zweiten Division. Das ist echt insane. Das ist gut. Also, danke. Danke, Mann. Das Spiel, was wir heute haben. Er hat mich sehr, wie viel dir mein Stream wert ist. Danke dir, Bro. Wir nehmen noch auf den Drake. Brücke aber sehr weit vorne. Kann sich das scheinbar erlauben. Der Drake geht an Striker. Kali flasht wieder raus. Shockwave trifft auf 4 Mann und gar nicht. Mein Team wurde ja gefickt. Aber hat kein Damage gemacht. Ivana. Ja, aber wir wurden gefiel, man Shockwave, das ist einfach egal. Ich hitte. Vielen Dank, Dero, Mann. Die Fs hast du dir verdient und die Liebe kann ich nur zurückgeben. Tolkien loves. Du bekommst sogar tatsächlich für diesen Eye-Hit auf der Botlane den Midlane T2 Turret. Oh, ich hab gerade gedacht, die Shyvana wäre Enemy, wäre Agorin, aber ist ja actually Enemy. Selten kommt das vor. Weil seine Ultimate genutzt, Striker muss aber aufpassen, die Minions machen da gute Arbeit und die Minions töten Striker. Nice, Freddy. Kann resetten und TPen oder soll ich pushen? Reset mal. Brücki, Kill am Ende für Agorin, starke Plays von Noni Dogger. Das ist so ein klassischer Kill-Call, aber da kommt der entgegen. Wir haben Zeit. Vielen lieben Dank auch an Darth Pipe, Mann. Vielen Dank, Mann. Warum seid ihr meine Perspektive? Ich hab alles missplayed. Wie cringe war ich denn? Vielen lieben Dank, Darth Pipe, Mann. Vielen Dank, Mann. Danke dir für die 10 Subgifts. Ein weiterer Ölscheich ist im Chat angekommen. Guck mal, wie schlecht ich gespielt hab. Das ist so ein klassischer Kill. Hey, mein E an der Wand. Meine Ult hittet irgendwie eine Person. Und dann flash ich schlecht und sterbe. Glaub ich nicht so. Sehr bad. G-White, die Ultimate fliegt und Tolkien stirbt. Der Kill geht gegen ihn, Gentleman hier und der Flak holt richtig viel Zeit raus. Kani. Na, okay, gut. Ich glaube, ihr seid nicht so gut. Also, ihr müsst raus da. Okay, sorry. Nein, ich will nicht. Ihr seid nicht so gut. Beruhigt dich. Bei weit noch am Start. Der Drake geht trotzdem an Kid SC. Agorin aber sofort mit dem Engage. Zweimal Knockup connected. Kid im 4 geht. Jetzt können wir. Decklein tot. Decklein tot. Mein Lieblings-Story. Nice. Die ist geslowt. Die Dogger findet 4 Kills. Striker rennt ebenfalls raus. Der Laser von Norris slowt ihn kurzzeitig. Er kann noch wegrennen. Aber der Knocker von Agorin sitzt und das ist das Ace. Und das Game für Lonely Dogger. Und da muss man jetzt Kani in die Pflicht nehmen, quasi ähnlich viel zu rotieren. Ja, Agorin jetzt aber kommt da. Dazu exhaust es sofort drauf. In diesen Games passiert ja so viel. Ich bin bloß nicht da. Ich
den zweiten. Er zeigt jetzt wirklich jedes einzelne Game. Das haben wir verloren, nämlich das Game. Aber das war Top Diff. Der Drake zwar bei Kid SC, aber Mr. Podest und Striker da. Da wurde ich auch performt in dem Game. Kani muss ein bisschen aufpassen. Oh shit. Das war auch ziemlich hin von Kani, aber. Kani für den Moment, aber One-Shot. Kommt der jetzt zur Brücke oder Position? Hat doch Glenn trotzdem lootet und stirbt. G-White mit dem Kill und zwei Catches für Kid SC. Flankspiel. Ja, komm, dann lass hier rein. Langsam aber? Nee, aber ich kann das spielen nachher. Ja, wenn du das spielst. Kann ich nicht. Wollt ihr, wenn eure Deckler. Ah ja, und Tolkien stirbt. Striker blitzt ihn weg. Und ich kann sie spielen, ich war auf dem Board scheinbar. Gute Niederburg. Noah im Fokus, der Flash raus. Kani war ein sicher Tod. Agu in der Kaufzeit. Kriegt auch eine Kill, aber Gentleman Neo schneidet weiter durch Striker. Macht richtig Rambazamba. Ja, aber Maibet, war Maibet. Wenn du das langsam spielen kannst. Als Seraphine als und Kasse, die keine Sekunden. Flashes. Dass ihr das gewinnen könnt. Kid SC findet den Shutdown und den Deepfight. Ich muss sagen, Seraphine sieht auf diesem Patch nicht so gebalanced aus, ne? Agri nochmal mit der Ultimate, der geht einfach gut. Ich war viel zu weit vorne, Tolkien. Null Damage. Ja, kann Tip Jack Shit. So. Ja, ja. Also darf es so viel Magic Damage. Sein, dass AD Carries gut sind. Rookie kann nicht hitten gegen Gwen und Wukong Ulz, also ja. Und auch No Way stirbt. Kid SC gewinnt das zweite Spiel gegen NNO und macht es zu einer Series. Sie gleichen 1-1 aus. Ebenfalls Ghost am Start und Mr. Podest muss hier frühzeitig hingehen. Gentleman hier wird all in, mega nah ist am Start. Exhaust ist drauf, Flash Hook connected. Damit holt er wichtige Zeit raus, ist jetzt aber selber im Fokus. Opfert sich für seine Top-Laner. Der letzte Autotech kommt durch, es reicht noch nicht ganz. Jetzt kriegt Tolkien das First. Nice. Und ziemlich genau der Goldlead. Oh, okay, die sind hier gestorben, ne? Ja, ich denke. In Mitte TP, was bin ich denn für ein crazy Psychopath? Gilt Seraphine 0 verlängert, der Chunk geht noch durch. Oh, ich bin gleich mega nah. Oh mein Gott, ich weiß noch, was passiert ist. Und der Shutdown jetzt hier, BAM, Junge! Ich aber jetzt kommt BAM! Ja, und sie shit. Mit Olaf, was sagst du? Olaf? Wer ist der Teste? Heal in 3, ich bin auf nah. Ich bin sehr OP. Unten ist die MF allein. Ja, BAM! Seraphine ist low, die können wir noch töten. Seraphine, kriegst du noch was? Ja, die ist tot. Jetzt der wirft seinen Stein, wird zu Mini nah und am Ende geht mal noch für den Hut, aber der Kill ist trotzdem da. Der Teleport durch. Arguin möchte den Fight join. Kid SC bricht den Baron ab. Da kommt der Ringage. Bullet Time früh. Genau, Quotenpanne. Danke an Kindlebon. Danke euch. Arguin super deep drinne. Wird angegangen. Kann auch für den Moment überlegen. Tolkien kommt nicht wirklich rein in den Teamfight. Gentleman Hero gefokust und das ist gar nicht schlecht. Für Noah. Der Fight war voll gut. Das war nur Kiten. Bricht sich die Hände. Tolkien wird gleich in den Weg. Ich weiß noch genau das Game. Ich habe irgendwie 3 Teamfights in Folge runtergerannt und dann irgendwann habe ich einfach Teamfights langsam gespielt, habe nur auf mich, auf die Leute abgelenkt und dann war es gut. Ich habe davor jeden Fall gegrieft in dem Game, jeden einzelnen, das war der erste gute Fight. Weil guck mal auf mich, ich kite einfach gleich nach links raus. Kani geht zu seinem Midlaner, Arwin super deep drinne, wird angegangen, kann auch für den Moment überlegen, Tolkien kommt nicht. Während Bernhard nicht rausgehen kann. Gentleman Hero gefokust und das ist gar nicht schlecht. Für Noni Dogger, Mr. Podest ebenfalls super low, bricht sich die Hände, Tolkien. Bricht sich die Hände, ja. Ist da nicht noch was? Okay, ihr habt den. Hast du? Okay, ihr habt den. Da hab ich endlich mal langsam genug gespielt, weil wir weggerannt. Genau. Okay, was hat gerade geflasht? Ja, oh mein Gott, Tolkien! Der wurde das war auch nicht gut. Trotzdem genockt. Arwin kommt dazu, die hab ich nicht gestoppt? Bevor ich ein HP bin! Boosted! Er stirbt, Shutdowns! Oh gut, dass Freddy so OP war, Mann. Gut, dass Freddy so OP war, sonst wär's so los gewesen. Wipe an ihn. Dann trägst Katze auf sich drauf. Von Arwin bedroht, der Hook wunderschön, Mr. Podest. Saved sein ADC, gibt er. Ja, war terrible von mir. Double Kill für Arwin und das ist die Soul. Striker ist out of position, muss irgendwie gucken, dass er da rauskommt. Wird trotzdem noch genockt ab, Mr. Podest. Und der hat einen Ocean Soul? Start, aber da kommt. Wer hat viel Flash? Die haben alle gerootet. Oh mein Craig. Gerne bei, oder? Ach, geil. Der Kane hat eng geschickt. So cool, dass man den Cast damit noch hören kann, so leicht ausrauscht. 2-1 und damit jetzt 2 Matchbälle für NNO. NNL. One-Shot und der Drake ist noch auf 2000 Leben. Arwin geht ran für den Steal, probiert das Ding zu klauen und schaut es. Arwin hat den Drake. Weiter. Nicer Steal. Den S-Level. Rauszukommen. Oh fuck, ich bin auf die Tastatur gekommen. Bin ich nach hinten gespult? Ja, okay. Wer hat viel Flash? Das ist nicht so schlimm. Ich bin auf das, sorry, ich bin auf die Tastatur gekommen. Weiter. Good job, nice die job. Flash, den S-Level. Rauszukommen. Der hat noch Flash. Hat noch Flash, nutzt den auch. One-Shot ebenfalls über die Wand gegangen. Oh, jetzt müsst ihr aufpassen. Striker ist aber auch da.
Ist der Buddhist? Und jetzt kommt. Move ich, move ich, move. Das ist actually gut, das ist actually gut. Rookie Movement? Das ist super. Hat er so gesmurft? Zünden, ja. Oh mein Gott, hab ich gar nicht gesehen. Ist der Buddhist? Wait, wait, Rookie 1? Oh, jetzt müsst ihr aufpassen, Striker ist aber auch da. Ist der Buddhist? Und jetzt kommt. Mach schon der Cancel auf von Kani. Gleich Lock mit komplett Disgusting OP. Das ist super. Ich hab Flash und Ghost. Oh my goodness. Oh, ich push. Sender kein Flash, Sender kein Flash. Sender kein Flash. Es ist übrigens noch kommen, oder? Der ist alleine. Denn da keiner. Seraphine ja. Seraphine nein. Nein. Seraphine kann Flash. Seraphine kann Flash. Okay, das wusste ich nicht. Okay. Das wusste ich nicht. Mob Bad. Hit, wo du sagst, hey, NNO, skate noch. Oh, nevermind. Nächster Trundle Engage. Algorin, droppt Pillar in dein Gesicht. Er einfach reingeekannt. Das ist Schwanerkill. Wie habe ich parallel dazu Top-Lane gesolo-killt, glaube ich. Aber es war richtig close. Guck mal, guck mal, ein Spielbar, der ist eine, ich bin ein Spiel, aber Vladimir stirbt, ich bin ein Spiel. Oh, das war geil, das war geil. Da war auch eine gute Stopwatch im Gegensatz zum Game davor. Schön, nice, okay. Aber wir haben nicht so viele Minions, though. Ein bisschen doch fein, oder? Das ist so frech. Ich will nicht sagen, das war geil, aber das war ziemlich geil. Jetzt steht nur noch Seraphine und es wird ein neues Spawn. Es hat stehen und den Win. Die Seraphine Ultimate trifft nur den Trundle, aber der will eh in die Richtung laufen. Toykin jumpt aber rein und NNO beerdigt jetzt hier alle auf dem von Kit. Der erste Nexus-Turm ist bereits da. Mr. Podest und One-Shot sind die letzten überlebenden Brücki. Oh. We did it. Ich war 8-0. We did it. Nice. Let's go. Nice. Ja, davor hab ich aber gegrieft. Fucking go, man. Let's go. What the fuck, Kani? Als nächstes gegen Sprout spielt. Wie schätzen du da eure Chancen ein? Ich denke, dass wir viel zu tun haben im Bootcamp. Sprout ist ein komplett. Also, Sprout und Kit, glaube ich, könnten nicht unterschiedlicher sein. Von ihrem Playstyle und auch von den Drafts. Wir haben super viel zu tun. Aber ich bin confident, dass wir beweisen können, dass Sprout auch eigentlich nur C-Tier ist. Und das ja, wird gut. Ich freue mich auf die Series. Damit herzlich willkommen im ersten Spiel des Tages, Freunde. Es heißt Sprout gegen No Need Orga. Rausgegangen ist. So wird mir den Flash gezogen. Der nächste Flash. Der Flash auf Kani drauf. Der Flash dagegen. Trotzdem geht's hinterher. Der Charm, der sitzt. Das Ignite ist da. Und das First Blood für Spooky. Starke Nummer. Kani hat da auch mit seinem eigenen Flash dann nicht mehr wirklich disengagen können. Und man will sofort weiter Richtung Botlane gehen. Ja, die Dive Botlane. Rookie. Bekommt kein Flash. Bekommt kein Flash. Bekommt kein Flash. Vielleicht. Nee, Wukong ist OP mit Pässe. Scheiße. Kill für Sprout. Ja, zumal Sprout ja auch noch einen massiven Gold, der auf Effectless trägt, was nicht so richtig worth ist für sie. Jetzt erstmal Spooky, der reingeht, bekommt den Drake nicht, geht in seinen Cyclone rein. Eva verhilft auf B verloren, das ist nicht gut für ihn. Der ist jetzt abgeholt worden, auf der anderen Seite stirbt doch Kani. 1-2-1 bis Helderdrake, möchte einfach weitermachen. Effectless schon wieder auf B verloren. Pit. Ihr könnt das gewinnen. Einfach Sage noch unten raus. Oh mein Gott. Guckst du dir? Jetzt, okay. Flop. Oh, geil. Nice. Nice. Der wird noch gesniped von Brücki. Ein Flash von Kani musste defensiv genutzt werden. Auf den initialen Gage. Oh, Brücki, das. Komm, könnt ihr auch defensiv, ich hab mega. So nice. Wir können jetzt lashen. Mit Ari oben. Wir haben jetzt Überführung. Kani ebenfalls unfassbar viele AP jetzt schon wegpackt. Zack, da ist der erste Kill. Oh, NNO. Desaster? Ich hau mich mit raus. He's out, guys. He's out. Oh! Teuer wird er, zwei weitere Kills, Triple Kill für Pack. Wird man dieses Objective trotzdem bekommen können? Jetzt noch Rico mit dabei, aber währenddessen Tolkien, richtiger Nervbär. Das ist absolut so, er versucht da unten zumindest den Nerv so teuer wie möglich zu machen. Sprout und NNO, sie das Crossbatten. Ja. Trade ist nicht mal so bad, also ich glaube, wir sind fallen, wenn die jetzt damit nicht das Game wenden. Mhm. Wir müssen aber raus, auf die werden uns probieren zu bringen. Wukong hat keinen Flash. Vielleicht für den Steal. Aber man weiß das vielleicht und will dementsprechend auf NNO gehen, die ja gerade in der Unterzahl sind. Bam, Junge! Mann, noch am Ende, das gut sofort, der Follow-up! Zwei Leute von NNO sofort gefallen, No Way mit der Ultimate, um sich selber hier zu retten. Clowny findet ihn aber, der Damage ist enorm, No Way ist down, Rico flasht ins Gesicht von Brück. Flash, massive Wave Clear auf Long Range Wave Prism, man möchte jetzt einfach. Ey, Sprout war auch so ein harter Gegner, ne? Zack, Rico mit dem Kill, der nächsten. Ich bin nicht da, ich komm auch nicht. Ich komme auch nicht, Guys. Aber was haben wir gespielt? Guckt mal auf die Azure Boys. Guckt euch an. Einfach ins Slow. Ja, haben alle gesehen? Geil. Oh, schöner Shuffle. Du bist eine Spezie bis tot. Seht ihr da? Ich komme. Warte jetzt, meine Perspektive gezeigt mich Freddys. Wer hat ihr das gesmurft? Ich hab nur Auto-Attacked. Einfach 4 gegen 5 gewonnen, Guys. Argument war nicht da. Da kann kein Feld. Die Stopwatch war Missklick.
Ultimate und der hat richtig Wut mit eingepackt. Aber Sprout verliert sämtliche Kontrolle auf der Botzeit. Das Bottle-Limit, den sie verlieren. Ja, wenn sie Zeug nicht bekommen, wäre das noch größerer Supergeist, aber erstmal leert Sprout. Wir können uns bannen. Katze, wenn du die cancelst, ist Game Over. Chase mich doch bitte. Mein Team endet währenddessen. Alles chillig. Ultet da zwei Leute an die Wand. Währenddessen in den Odi. Wir ziehen durch. Let's get it. Full on turrets. Der hat's fucking right. Nein. Alter, das ist so... What the fuck? Das war der erste Backdoor, in dem Fall eher Frontdoor. Mich chase 5 Mann, mein Team endet einfach. Wie geil ist das denn? Und die Sprout-Streets, die war so hart, weil irgendwie... Ich fand Top-Banner recht stark. Und, sie hatten sehr viel Playmaking immer mit Jungle und wir haben einfach da noch nicht so richtig Fuß gefasst mit, wie soll ich sagen, mit unseren Mitten in Jungle-Picks ebenfalls proaktiv zu spielen, beziehungsweise das zu matchen, bis Arguin auch Wukong gespammt hat quasi. Und ja, haben einfach geil zu spielen, weil wir waren sehr unter Druck gesetzt und dann haben wir da mit den Backdoors angefangen und hat uns das Game auf jeden Fall erleichtert, die Series. War geil. Wir können uns bannen. Kannst, wenn du die kennst, ist Game Over. Einfach der Frontdoor. Jetzt aktiviert Tolkien, ultet da zwei Leute an die Wand, währenddessen in den Odi. Wir ziehen durch, guys. Let's get it. Full on turrets. Nexus. Nein. Alter, das ist so... Sehr schön. Arguin, du bist so geil. Ich lutsche jetzt erstmal einen. Komm, ich Wenn das ein Best of One wäre, geil, du hast den Sieg. Und so kann man ein Best of One Games droppen, auch wenn man potenziell das bessere Team ist, theoretisch. Weil so kannst du nicht ein zweites Game beenden. Nein. Und dann trotzdem der Unterschied zum letzten Spiel ist diesmal, dass er keine Farben hat. Ja, das macht Rico wirklich sehr gut. Argorin versucht erstmal den Level Advantage gegen Spooky hier auszunutzen. Toll. Hast du den Kill? Oh mein Gott. Was soll ich hier mit anfangen? Kann ich nicht dive mit Renata? Die Web ist gleich da. Freddy bleibt. Nein, Freddy! Aber er tanzt nicht gut genug. First Blood für den German Aimbot in der Mitte. Und da kommt von der Mitte Park dazu. Ist das gut? Wunderbar. Ich werde den Kill, wenn ihr könnt, ich hab jetzt Ult. Ich hab jetzt Ult. Ihr habt nur noch ein paar Sekunden, bis er ultet. Spooky, und da ist der Pillar. Wo sind wir denn da? Wait, wo sind wir? Das ist deren Turret! Wo sind wir denn? Wir sind in... In fucking Mappen Süd oder was man da sagt. Lichterfelde Ost oder I don't fucking know wo wir sind. What the fuck is this dive? Ich hab jetzt Ult. Ihr habt nur noch ein paar Sekunden, bis er ultet. Spooky, und da ist der Pillar Heartbreaker raus von Arguin. Kani ist wieder tot. Arguin auch. Und auch Bröki fällt. Nur Rico muss man auf der anderen Seite abgeben. Ja. Let's go. Aber wir hätten hier unten deffen können. Hat sogar Ult bekommen. Das ist actually selber rein nehmen sollen. No way, wieder von der Mitte aktiviert er hier seinen Aimbot und holt sich den dritten Kill. Also das macht mich auch wirklich ein bisschen froh, muss ich sagen. Das ist das Game! Mit dem ersten Backdoor von vielen. Oh mein Gott. Das war davor, war ein Frontdoor und dann war ein Backdoor. Holy shit. Die Unbalance ist Renata. Level zu sein. Und vor allem auch jedes Mal drauf zu achten. Ja, die mit dem 2-Stack Magi's. Was ist er denn für ein Alpha? Aber das ist doch voll bad, oder? 2-Stack Magi's? Go run. Überlebt er lange. Tolkien kommt dazu mit dem Needle, aber Effortless, der letzte Mal. Und jetzt ist er down. German Aimbot. Nicht fighten zum aktuellen Zeitpunkt. Klau nicht wieder mit dem Engagement. Go on, langsam. Denk an Shuffle. Arguin Reset, hier. Go. Ich hab keinen Wissen. Kein Reset kommen, ne. Okay, ich glaube, wir machen nicht zu viel, ne? Nee. Stun hinten dir. Die machen guten Schaden, auch Arguin. Also Arguin, gar nicht. Muss sie defensiv seinen Flash einsetzen. Nächster Pillar ist noch zu hoch. Stirl wahrscheinlich. Nice! Ich krieg Botchild, oder? Nash ist ab. So was von online. Nash war ab. Was mach ich da? Tolkien, wir nehmen den Top 2, vielleicht T3. Ich sollte einfach safe laufen. Aber das ist wie beim letzten Mal. Nur, dass das Game jetzt noch nicht vorbei ist, sondern du einfach nur T2 Jump plus und innen auf der Side Lane verlierst. Du hast. Das ist richtig work, aber trotzdem bad von mir. Hatte Nash, Mann. Mein W kann sein Spellschiff vielleicht nehmen. Ist whatever. Wir diven die, oder? Ja, sie? Ja. Ne, einfach die Ohren.
Raus nach draußen, nicht im Turret, nicht im Turret. Und währenddessen ist Tolkien erneut wieder auf der Sideline. Pusht da die Wave ran, um den Titanium zu bedrohen. Und für Puck ist es eine richtig unangenehme Situation, denn wenn er jetzt nicht ATP sogar in die Mitte. Ja, man will hier unbedingt fighten, der Knockout ist man macht. Kann mich nicht bewegen, ne? Asia. Aber ich glaube, er gewinnt einfach, oder? Ja, ist doch super wert von denen. Das Ultimate des Todes von Kani! Im wahrsten Sinne des Wortes. Disengage und Effectless. Wo sind denn deine AP in Agurin? Jetzt in der Flanke gegenpackt. Er wird einfach von der Asi Ultimate reingeworfen. Versucht nochmal alles mit dem Heartbreaker. Stirbt dabei jetzt. In der Base. Hallo! Hallo! Oh Mann, das war so geil. Könnt ihr einfach kämpfen? Nee, können wir nicht. Genervt gefallen währenddessen NLO mit dem Drake. Die Base ist offen. Was machen sie denn mit Sprout? Rico flasht nochmal nach vorne. Bröki ist gefallen. Wichtiger Stance hier von Rico. Ja, die Routine. Die wissen, dass sie jetzt hier einfach auf Teleport auf die Botlane. Die hat keinen Weg. Nehmen wir. Muss unten raus. Da. Er gewinnt. Actually? Ja. Arrow. Und keine Ulti. Und sie sind alle abgehalten. Du kannst durchgehen. End. Sober. Das ist Game Guys, GG. Gut gemacht. Alter! Nice. Wow! Zweite Runde so! Strich Nummer 2 ist ja so ein Fiora-Engel jetzt. Ich bin es mit dem Parfing von Sprout, weiß NNO. Kann es sein, dass unsere Games und generell die Series, die wir spielen, ist schon recht spannend? Oder? Ist irgendwie lustig zu sehen. I don't know, es scheint spannend zu sein. Jetzt von wo? Ja, sie kommt. Oh shit. Miller ins Gesicht. Bröki, wichtiges Glanz. Ein Autotech fehlt noch. Bröki liegt immer noch wichtiges Schild. Aber da ist das First Blood für Rico. Ja, ist gut. Komm. Bam. Habt ihr ihn schon? Bam. Weiter? Ja. Ich gehe hin. Ja, das ist Zyklon Monster Agu Uvurin. Nicht mehr auf die Finkel sitzen, aber No Way ist zur Stelle. Ja. Aber damit fällt der nächste. Damit den T1 auf jeden Fall gefallen. Hier NNO muss aufpassen, dass sie sich nicht sandwichen lassen, denn Sprout möchte vielleicht danach engagen oder auch. Ich kann hier gehen. Ja. Trundle. Akali in der Backline, Shyvana in der Backline. Wo bin ich? Akali. Oh, mit der Perfect Execution Double Kill für Agurin. NNO, sie können jetzt hier aufräumen. Clowny versucht mal sein Bestes, hat natürlich eine Menge Schaden dabei. Wir sind seltsamer Fight. Unser Lemo Effectless, der ist tanky, aber nicht tanky genug für 3 Kani. Findet den Engage. Ready, rennen. Wir spielen so viele Leute Shyvana. Ach, weil ich Cedro gepickt habe. Exol, gute Möglichkeiten. Ah. Wir haben das Game noch verloren. Ah, hier ist der Flank jetzt gleich, no? Von... Nee, war das zwar Wanted, nicht Effectless. Sein Drachen. Wait, hier ist der Akali. Oh, Akali poppen auf. Agurin ist ebenfalls down, der Dreimann noch. Wait, Akali ist ja... Warum zeigt er immer nur meine Perspektive, by the way? Ich meine, hier sieht man noch gar nichts. Wir hätten Victor sehen müssen. Oder Akali oder so. Defensiv ult natürlich nicht ideal. Sein Drachen. Wait, hier ist der Akali. Weil die fängt ja erst Akani und dann Victor quasi und geht über die beiden rein. Ich sterbe einfach nur bei dem Play. Ich werfe eine Ult auf Midi-Reichweite und sterbe danach. Da fehlt es komplett an Follow-Up-Damage. Nur noch Bröki lebt. Und auch Bröki wird hier von einem wütenden Drachen getötet. Und apropos Drachen, den bekommt Sprout noch oben drauf. Wir hatten in dem Game, wir waren 3 Drachen behind, verlieren Seele, verlieren Nash. Unser erster Mid-Home steht noch. Unser erster Midland-Turret steht noch. What the fuck, wir wurden clean okay, der Flank war ja fucking wild von Puck. Auf, rauflaufen hier. Ich mache TP. Ich hab noch kein TP. Agurin ist dead. War nicht schwer, war. Das Ultimate ins Gesicht, Puck hinterher. Perfect Execution reicht nicht aus, aber dafür tut es der Das Game ist lost. Rico Clowny sehr aggressiv nach vorne. Von der Seite Effing ist der Hut trifft ganz, ganz knapp nicht. Und somit kann er jawohl, hier rausgeben. Das Shutdown geht sogar rüber an Kani. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat. Der war schlecht reset oder das letzte. Oh, schade. Der Bam, Junge! Oh! Ender bloß nix, aber war cool. Das war Chasen. Weiter, ja, der kann Flash. Ich hab Schurilia, Ich bin hinter dem gleich. Ich bin hinter dem gleich. Kali ist bald wieder da, aber ich geh auf Nautilus. Oh, ist das der Throw von Sprout? Auf jeden Fall stirbt hier Effectless weg und auch Spooky rennt hier um sein Leben. Das ist richtig, aber wir haben es ja angesprochen. Rico ist sowieso derjenige, der hier Verantwortung übernehmen muss. Wieder die nächste Ultimate rein. Guter CC hier gegen Claudio, aber der ist eben auch tanky. Und wo ist denn Karten? Toast. Ich bin dann kein Tank gegen Trolle. No joke. Ey, das war's.
Du lockst die Joani ein, Wukongs die Joani-Kombo geil und dann spielst du gegen Shyvana, Tank Counter und Trundle, der deine Resistenzen aufsaugt wie der letzte Wichser. Du bist das Champion. Also Sejuani. Das ist das Game Throne, ey. Fuck Sejuani. Sie melden sich hier Hasse zurück. Die. NNO liegt am Boden und man kann den nächsten Kampf gewinnen und damit jetzt auch zum ersten Mal an diesem Abend den Nexus holen. Zu rennen oder sich umdrehen, vielleicht Tolki noch versuchen, hier irgendwie im 1v1 zu bekommen. Der Pillar ist aber in seinem Gesicht. First Blood für Tolki. Effektless und Spooky, die warten hier, die wollen den nächsten... Agrin hat keinen Flash. Vielleicht den nächsten Play hier ansetzen. Launig ist aktuell der... Das ist so cringe gewesen, dieses Game. Oh, ich erinnere mich. Ich bin 2-0, aber ich bin Mitte geromped für den zweiten Kill. Ich habe dafür irgendwie 30 Minions gedroppt, deswegen bin ich gerade 20 CS down und actually ein Level behind, obwohl ich 2-0 stehe. Oh. Oh, ich erinnere mich wieder. Oh, ja, das Game war scheiße. Dementsprechend kann er jetzt hier in den Ghost reingehen. Geht auch in seinen Ragnarök. Der will jetzt hier in 2 gegen 1 Tolkien. Der ist schon auf dem Rückwärtsgang. Spooky jetzt nach vorne. Erster Kill ist gefallen. Sprout mit dem. Da war's lost. Das wird eine ganz komische Situation. Da war's over. Beide so. Schließen sollten, dass sie es fighten können. Pack ins Rack erscheinen, ja, mir ist over. Und setzt er jetzt auch eine mal klauen, der prügelt ihn einfach kaputt. Tolkien, ganz, ganz genau, aber der nächste Solo-Bolo. Spooky 1 gegen 1 gegen 1. Nur close, aber nicht gut. Der hat kein Flash, Effektless ist tot. Oh, fucking rough. Shockwave, die trifft tatsächlich sogar gegen Effektless. Der wurde angeflasht von Agorin, zack, der Kill für ihn. Aber Spooky findet hier den Return Engage. Oh, jetzt ist Messi. Jetzt von der Seite, Vander, der Chaos Storm kommt, der kam jetzt. Da tut er natürlich ordentlich weh. No Way, der ist ein bisschen größer, dank der Karni. Ultimate möchte weiter rein auf Seiten von Spooky. Oh, der auch No Way ist down, Spooky, der springt ihn da einfach an. Nur noch Karni lebt, der Thrill Job, der tut weh. Und der Laser, der schickt ihn zurück in die Vase. Man muss es fast schon. Und Clowny hat keine Ultimate. No Way ist vergessen. Jetzt der Flash Engage. Man hat No Way sofort gefunden. Der ist einfach komplett wegdeletet worden. 4 gegen 5 nur noch. Und der Vorteil für Sprout. Riku ist immer noch in seiner Ultimate drin. Und der Lightning Crash, der verursacht richtige Schmerzen. Agorin ist down. Und das sollte es doch jetzt sein. Das sollte der Nash sein. Für Sprout. Riku hat immer noch nicht genug. Der hat jetzt Broken Champion. Nächster Kill. Das also war sie damals. Und auch Bröki wird noch abgeholt. Ja, wie haben wir gegen Sprout gewonnen, Mann? Das Süß war so scheiße zu spielen. Viele NNO-Member, wie er hier abholt. Wunderschön gespielt. Waren NNO vielleicht nochmal ein letzter. Das Seju-Game war scheiße zu spielen. Das Gwen-Game war sofort over nach einer Midwave, weil ich dumm war. Oder? Vielleicht haben wir gewonnen, by the way? Was war Game 5? Von NNO, nur noch Karni und Bröki sind am Leben, können sie hier zu den Helden Game 5 war was? Vielleicht sehen will, die NNO jetzt vielleicht braucht die, aber es war nah. Der Jungs auf kommt der nah gegen Seju oder sowas. Der fällt jetzt der zweite hinterher. Es gibt tatsächlich ein Game Nummer 5. Wie gut Sprout im Midgame diese Objectives rumspielt. Nah gegen Gwen. Nah gegen Gwen, Shyvana, Azir. Oh, ich habe sie irgendwann so gekillt auf Botlane, aber es hat ewig gedauert und mein Team hat einfach gewonnen, glaube ich. Ich habe, glaube ich, 1v1 gewonnen und die haben einfach 4 gegen 4 gewonnen. Lass uns angucken. Von der Seite, Laser reicht nicht aus. Agorin zeigt sich, smite sich ja auch in so einem wichtigen Game Nummer 5. Der hat kein Flash, actually. Also, da kann man so. Leute, Fiora und Heimerdinger kommen erst in 2 Series. Das ist gerade gegen Sprout. Ihr denkt gerade an die Hertha-Series, aber nach Sprout kommt noch Frankfurt und dann kommt Hertha. Und dann habt ihr recht mit Fiora. Aber es ist noch 2 Games entfernt. Also 2 Series, 2 Best of 5s. Es ist das First Blood für NNO, Spooky muss hier rausgehen. Chaos Storm, der letzte Pick. Der letzte Tick, der reicht nicht für den Pick von Agorin. Aggression reingeht, Ghost gezündet. Hat er gesagt, Chaos Storm, der letzte Tick, der reicht nicht für den Fick? Der letzte Tick? Hat es gerade wirklich gesagt? Chaos Storm, der letzte Pick, reicht nicht für den Fick? Der letzte Tick, war. Es ist das First Blood für NNO, Spooky muss hier rausgehen. Chaos Storm, der letzte Pick. Der letzte Tick, der reicht nicht für den Pick von Agorin. Okay, also Pick, Tick und Pick, alles klar. Ja, never mind. Ich hätte Pick lustiger gefunden, honestly. Mit dem First Blood natürlich viel Damage am Start. No Way holt sich hier Pack um die eigene Achse hinterher. Währenddessen der Mitte, No Way wird angegangen, aber der Knockup geht wieder daneben. Pack wird ins eigene Team reingeworfen. Der Knockup geht daneben, aber Pack stirbt trotzdem. Und Tolki lebt. Hilfe für Agorin und Tolki lebt. Lebt. Oh. Ah! Lass Mitte in den Bot spielen. Oh, scheiße. Danke für meine Perspektive, Bro. Das war wichtiger Input. Danke dir. Schöner Knockup sofort. Der Follow-up. Spooky wird bestraft. Agorin mit dem Kill. Man hat gerade nicht die Info, dass sich Agorin dahinter befindet. Ja, Noe ist ebenfalls da. Pack Flash schon raus. Agorin möchte trotzdem hinterhergehen. Der Arrow geht komplett daneben. Spooky geht nochmal rein mit dem Knockup. Agorin holt sich trotzdem den Kill. Spooky ist down. Und auch Pack in komplett out of position. Ist aber nicht Riku jetzt vielleicht. Mit der 1v9 Performance aus Game 3 hat sie wieder gefunden. Clown, ich muss kurz außen rumlaufen. Ich bin gleich Bam! Ich hab Ash, ich hab Ben.
Können wir wieder für Nash spielen? Pass auf, Freddy. Der ist jetzt laut. Du komm. Der ist ein bisschen Israel? Lass Na Brügge arbeiten. Gaming? Na macht alles. Ich, Na macht alles? Aber Brügge, ich sehe hier Brügge Gaming auf meinem Screen. Double Kill für Brügge. Nur noch Clowny lebt und der rennt jetzt weg vor Tolkien. Gegnerisches Team nicht in dieser Basis ist. Name a more iconic duo dieser Series. Clowny! Yes, aber gegen no! Und Bamio! Oh! Rico Flash! Oh no! Und jetzt kann Noe, nein, Brügge sich den Kill holen! NNO, alles läuft für sie! Nochmal vielleicht die Suche nach einem 3 gegen 3 Fight, aber überhaupt nicht. Man trappt dich, Agurin, Agurin trappt dich. Der ultet da über die Wand, packt schon super viel AP von und währenddessen. Die sind alle tot. Wo sind sie denn hin? Es ist das Ace für NNO. Überhaupt keinen Schaden. Rico auf der Topside. Stimmt. Da währenddessen, no way. Im 1 gegen 1 holt er sich hier Rico wieder überzahlt für NNO. Die lassen Sport jetzt nicht mehr aus der eigenen Base raus. Es sind 3 Inhibitoren, die man damit bekommt. Sinkles versucht, die Flanke zu finden. Reicht das aus bei Rakan? Eben gerade hat man schon gesehen, dass Banshees von Nowhere eigentlich ab sein und Kani spottet. Na, it's over, guys. Und das ist immer ein Zeichen. Leute, es ist over. Wir haben 3 Super Mini Waves. Ich bin 3 Level vor der Gwen. Arguin ist 3 Level vor dem Wukong. Freddy ist 1 Level ahead. Brücke ist 1 Level behind. Und Kani ist 1 Level ahead. Das Game ist gewonnen. Dafür, dass es vielleicht leicht vorbei ist. Kani slowt hier schon mal effektless. Währenddessen werden unten die Minions rangeholt. No way, der Chunk, der ist schon ordentlich. Arguin, der sucht doch nur den Trigger hier. Die Bar wird langsam eingerissen. Jetzt. Yeah. Brücke Gaming? Brücke Gaming! Raus, ich bin raus. Noch einmal alle Clowny jetzt in der Status drin. Er wird hochgeworfen und ebenfalls abgeholt. 2 für 1 der Trade hier. Für 1 und 2 für 0 sogar. Die haben noch nicht einen verloren. Sind die alle tanky? Sind die alle Überlebenskünstler? Effektless, Rico und Pack versuchen hier ihr Möglichstes. Effektless wird in NNO reingeworfen. Warum mussten wir das so spannend machen? Für den 2. Weil es geil ist, Agurin, weil es geil ist. Mein Gap für Game 4. Mein Let's go! Let's go, guys! Cool, warte mal. Oh, geil! Cool. Nice. Aber ich bin ganz ehrlich. Kann man woanders hinmachen, man sieht doch gar nichts. Hertha war so schlecht und Frankfurt war noch schlechter. Wir sind immer noch im Bootcamp. Am Donnerstag, das wird ein 3-0. Ich will danach zum Griechen gehen, ein bisschen Uso trinken. Ich glaube nicht, dass Frankfurt irgendwas gegen uns macht. Haben wir jemals gegen Frankfurt überhaupt gestruggelt? Nö. Herzlich willkommen zu NNNNO gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt sehr viel mit denen gespielt wird. Oh, ja. Agrün. Oh mein Gott. Nein. Okay, die haben gecheased. Er ist über die Wand. Er ist Giga. Der ist super dead. Er ist Giga dead. Oh, Flash Auto Deck. Tolkien Dash bereits rein. Da kommt die Flash-Standarte. Die Connected, der Lockup sitzt. Sven hat keinen Flash und stirbt Tolkien. Und das ist Top-Lander. Wir sterben an jedem Gank. Wir sind raus, Leute. Wir haben noch nie einen Gank überlebt. Oh, das war ein guter Cancel. Ich das oh, what? Jetzt brauchen wir nur noch Brügge mit dem Raketenwerfer. Okay, nee, whatever. Happens. Relative wird jetzt in der Mitte eingesperrt. Halt, ne? Alles free, Alter. Ich sag dir mal, was ist, ne? Das Leben. Das Leben hat einen Rhythmus, Digga. Und in den Rhythmus ist einfach alles free, Alter. Ist einfach alles free. Vertraut Freddy, ist alles free, Alter. Alles free. Bekommt seinen ersten Kill. Finding auch wieder mit dem Herald. Oh, jetzt ist oh mein Gott! Was ist das denn? Der Reverse Powerplay! Verbrannt! Das heißt, er base, muss dann aber zu Fuß hinlaufen. Jinx hat jetzt die Gegner. Ich bin aber noch nicht jetzt. Muss vor mich stellen. Ich hab keine Reflex. Oh, schöner Flash! Das war so... No, but! Was cuttet der Wichser denn für komische Stellen? So, ich hab kein CP. Oh mein Gott. Oh, geil. Okay. Muss vor mich stellen, nicht ab. Oh mein Gott. Ich hab kein CP. Das heißt, er base, muss dann aber zu Fuß hinlaufen. Jinx hat jetzt die Gegner. Ich bin aber nur. Muss vor mich stellen, nicht ich hab kein CP. Oh, schöner Flash. Das war so wichtig. Konnte das Ganze outplayen. Komm mal, ich bin komm aus. Übernehme ich den gleich da. Spiel den Fight, play the fight. Nice. Ja, ich hab noch mehr Brücke. Wo ist Mr. International geworden? Agurin rüber! Oh yes! Aber nur eingeholt, den Relative Kopf, okay. Der Brücke! Du musst rennen, Oh! Da
damit hat er! Ja, komm, er ist zwei Level behind, jetzt nicht mehr. Shutdown! Das war wichtig. Die können das hier nicht falsch machen. Standard ist da. Sven geht auf die andere Seite, will so ein bisschen Agurin stören. Die nächste Standard ist nicht da. Der Baron wird gemacht. Kann man noch jemanden mitessen? Brüki wird hier oben. Der ist da. Hier hinten, ist alles sehr low, guys. Alles sehr, sehr low. Alter, okay. Die auseinander! Der Baron! Der junge Mann mit dem Cybernetic Arm aus der populären Netflix-Serie. Hier hinten, ist alles sehr low, guys. Alles sehr, sehr low. Alter, geil, Mann. Nimm die auseinander! Der Baron! Ja, völlig useless, Akre, raus! Alter, Netflix hast du ja voll gecarried. Also, honestly, guckt euch mal an. Ich meine, Freddy Last hat am Ende einfach die beiden, die low sind im Java-Pit, aber. Arwen findet einen Sick Engage und der andere Netflix-Charakter, in dem Fall Jinx, hat DPS auf Dreimann. Guckt die scheiß Raketen an. Sind diese Dreimann-Rakete mit Hurricane? Sieht schon ziemlich erotisch aus. Ich war fucking useless und Freddy eigentlich auch nur Seraphim gekillt. Am Ende lastet er, aber, I mean, Brüki, Jarvan, Kani? Warte, wo war Kani? Kani hat noch Ulta. Wo zum Fick ist Kani? Wo ist denn Kani? Und Kani ist tot gewesen. Oh ja. Die andere Seite will so ein bisschen Agurin stören. Die nächste Standard ist nicht da. Der Baron wird gemacht. Kann man noch jemanden mitessen? Brüki wird hier oben. Der ist da. Hier hinten ist alles sehr low, guys. Alles sehr, sehr low. Alter, geil, Mann. Nimm die auseinander! Der Baron! Ja, völlig useless, Akre, raus! Der Drake geht live. Es geht um den. Er sucht den Engage. Man findet ihn. Ein wichtiges Ziel wurde getroffen. Der Charge sitzt. Noe geht in die Stop. Ich habe mit meinem Pizzakarton eine Flasche vom Tisch geschoben, aber die ist nicht zerbrochen. Alles gut. Ja, völlig useless, Akre, raus! Der Drake geht live, es geht um den dritten. Sven sucht den Engage, man findet ihn, ein wichtiges Ziel wurde getroffen. Der Charge sitzt, Noe geht in die Stopwatch, Arguin versucht. Ich hab's hier vielleicht hier hinten. Wir haben das Game verloren, oder? Okay, wir haben es hier bekommen. Brücke muss leben. Also Brücke muss leben. Nö, ich find's klasse. Ist nicht bad. Ist super. Ist richtig klasse. Agurin. Ey, das war die Situation, wo irgendwie Kani dachte, dass Freddy sidesteppen kann. Freddy dachte, er kann sidesteppen. Und er wurde von Seraphim einfach gesniped, ne? Nee, von Sejani ult. Aber es war so eine Higher-Lower-Ground-Situation. Weil die dachten halt, dadurch, dass die im unteren Part des Rivers sind, sind sie fein vor der Siege ult. Und was heißt, Freddy einfach ghosten, flashen, sonjassen können. Hat ja alles ab, ne? Oder Kani kann sie blocken, der spielt wahrscheinlich Double, mindestens vielleicht Triple Tenacity. Ich weiß nicht, was du auf Akan Second spielst. Aber er hat Mercs und er hat Unflinching, also vielleicht hat er auch Legend Tenacity. Und wenn wir nicht gehittet werden von C. Jules, auch Victor, Max Range, dann ist, glaube ich, ein guter Fight. Denn nahe ist Botlane. Wenn die Gegner sich fighten, haben sie eine Top-Wave, die sie beantworten müssen, eine Bot-Wave, die sie beantworten müssen und das Game ist gewonnen. Aber honestly, Higher Lower Ground ist ziemlich Bullshit, also ich kann es verstehen, warum das passiert ist. Aber meine Fresse, das kann halt einfach eine Series verlieren, sowas. Das ist schon einfach geil, League of Legends, honestly. Solche Teamfights, geil. Der Drake geht live, es geht um den dritten. Sven sucht den Engage, man findet ihn, ein wichtiges Ziel wurde getroffen. Der Charge sitzt, Noe geht in die Stopwatch. Arguin versucht. Ich hab's hier. Haben wir schon gesehen. Teamfight für Frankfurt gegen eine nur noch von Unit Orga. Arguin bringt nochmal einen mehrfachen Knockup durch. Noe ist. Hallo Kani, ich grüße dich, Bro. Es hat keine Leben mehr und Frankfurt holt sich das 1:0. Agurin ist am Start, das könnte... Das bin ich, hallo! Agurin wurde jetzt gespottet, der Pinkwood ist am Start und man geht auf Akrator drauf, der Knockup. Ja. Der killt dich zuerst. Okay. Komm ich. I guess we can't kill him. Ja, wir müssen spielen. Akri kommt raus und nimmt sich den ersten. Also wer einem gesagt hat, so go und dann so, okay. We don't win. Ja, man wird auf jeden Fall in Time and Range. Ich hasse Ohren. Ich hab actually Ohren und Schwan... Ich hab actually Ohren und Sejuani mit Trundle offen gespielt. Was für ein langweiliger Mensch bin ich denn? Wir flexen Sejuani nicht. Also kann ich sie nicht weg, woanders denn spielen? Wir wollen doch nicht. Dann spiel ich einfach Sejuani und Ohren gegen Trundle. I hate it. Da ist die Katze. Riot Games. Ja, der kriegt den Blue Buff im 3 gegen 1. Wird hier wieder weggenockt. Ja. Na, kommt mit Mega nach. Wäre hier. Na, sagt euch da mit Mega nach. Healing 4 jetzt. Interessiert ihn? Oh, der Ohren! Unstoppable Tolkien, er ist einfach Baumbart. Na, reißt jetzt hier natürlich auch den Nah komplett auseinander, Sven. Geist gemacht, war alles Agurin, hä? Weiß ich einfach alles Agurin? Warum ist Ohren Baumbart? Danke, Maxim. War alles Agurin und Freddy. Und Amin, fucking Kani of Yumi. Hasse Yumi. Tolkien, er ist einfach Baumbart. Na, reißt jetzt hier natürlich auch den Nah komplett auseinander, Sven. Push dir die Leute weg, was bringt denn nicht der Laser? Wann hat kein Flash? Du kannst dich killen, Alter. Nee, 3. Kollege, 5 Sekunden Cooldown. 5 Sekunden Cooldown. Nee, oder? Ist zu spät, aber guck. Oh,
durch die Katze in der Katze getötet. Volt liegt hier für Eintracht Frankfurt. Oh, das ist ein ADC, der hat keine Summoner. Ach, wegen Ari. Ah, die Katze in der... Ja, Ari, ja. Ah, okay, ja, ja. Das ist smart für mich. Müssen wir über Trunnel? Oh, no. Ja, können wir auf Trunnel. Ein Leben drauf. Wir können 15 halten. Bam, bam. Und Stunts, aber kein Damage mehr. Sein Chaos-Sturm ist da hinten. Jetzt hier, Laser, bam. Beautiful. Red Buff. Oh, jetzt kommt die Eröffnung. Na, da kam der Root nicht ganz durch. Oh, hier hatten wir eine geile Ult. Hier hatten wir eine geile Ult, wenn ich mich erinnere. Bam! Drei Mann Hit. Siri. Mein Kane, der ist einfach. Bam! Mein Victor, er macht auch. Bam! Q in 2. Teamfight, ja, gewinnt. Oh, wie smart! Der kommt nicht weg, der kommt hinterher, Tolkien! Mit dem Slow, der ist down. Und bam! Und kill me, please! In den Busch. Ich kann ein TP. Mein Ohr macht auch Bam. Let's go. Sie sehen mein TP, go. Ihr könnt Porter nehmen. Ich komme von der Flanke hier und one-hit alle. Ultralock, der Bock wird reaktiviert. Zweimal Knockup. Von der Flanke und one-hit alle, Freddy, okay. Ist der ein Mann seines Wortes? Bam! Ja, almost. Almost. Hammer. Freddy hat ihn, glaube ich. Nice. Ja, den Lester für Brücki. Nee, der Sidestep sogar forciert den Flash von Brücki. Aber Pjörk wird gejagt. Das ist der letzte Überlebende. Ey, Ghost ist so OP. Freddy ist einfach vom fucking Botlane Tier 1 bis zum Red Buff gesprintet mit Ghost. Wie scheiß OP ist dieses Summoner Spell? Ah, ich will nicht weiter drüber reden. Kill für No Way. Und vielleicht ist es das schon. Wer das war? Zwei auf nah. Den haben wir. Wichtiger Win, meine Damen und Herren. 1:1, sag ich da. Wechsel. Warte mal, was macht der? Darf er das? Ja, darf. Exhaust ist drauf, aber man kann ja W drücken. Oh, der Sidestep! Das glänzt! Warte mal, er kann... Look at the moves! Das reicht nicht! Doch, das reicht, das wird ein 1-1 straight. Nein, da hält die heilige Pjörk was... Verschwindibus! Oh! Wo war die Schaffel? Aber das ist nicht. Wir gewinnen das. Silju wird da sein. Arrow kommt geflogen, Arrow vom Downtown. Bam! Wir gewinnen das sehr hart. Weikampflash, Kölner. Oh, tot! Na, das heißt, da zurückkommen wird schwierig. Trotzdem Double Kill für Agurin. Bedrohung. Double Kill für Agurin. Oh, Mann, Maxim vermisse ich so hart als Caster. Johnny auch. Die beiden sind ein sehr gutes Duo. Maxim, Sola, Johnny, Triple Cast. Banger. Die beste Ash der Welt. Wir stehen vor einem Teamfight. Wanted hat bereits viel Damage kassiert. Pioks Ultimate wurde gepoppt. Dieser Teamfight. Das mit dem besten Ash der Welt. Lassen wir einfach mal stehen, ne? Lassen wir gönnen es Brücke. Lassen wir einfach mal stehen. Er kann den Verlauf des Games entscheiden und Brücke ist gecatcht. Der Flash draußen. Kann ich noch fertig spielen? Was ist denn raus danach? Das ist kein guter Fight. Lebe, Frederik! Lebe! Der ADC ist tot. Agurin fehlt ebenfalls. Es ist der bessere Teamfight für Eintracht Frankfurt. Und jetzt muss Naughty Dogger unfassbar aufpassen. Denn wenn Frankfurt einen Kill oder einen Teamfight bekommt, dann wäre das die Möglichkeit. No Way in der Flanke, aber No Way ist gekillt. Der Kill ist da, Pjörk bekommt den. Ich kann das tanken. Bam! Ja, wir verloren. Und ich lebe weg. Aber Frankfurt macht weiter. Kani geht in die Stopwatch und trotzdem weiter überrannt. Und es ist der dritte. Es sind 11 Kills behind, aber nur 1000 Gold. What the fuck, how happens? Brügge probiert nochmal das Beste, aber Schaden ist hier nicht zu Hause. NNO, wie im ersten Game, ein Zähler im Rückstand. Heißt aber nichts. Dieser Shyvana-Pick, dafür muss Solo Bolo. Oh yeah, baby, that's me. Nice. Das geht an Tolkien. Nice. Erstmal hin, um hier Akre ein bisschen klein zu halten, der schaut schon wieder auf den Crow. Ja, Agurin ist aber am Start, auch Noek. Er ist tot. Er sieht noch nicht tot aus auf meinem Screen. Er ist so tot. Gut, Agurin. Agurin ist auch nicht gut rausgekommen. Was mach ich da? Ah, ich flash gleich rüber auf Akre. Ja, ich erinnere mich. Sag mal, der hat doch einen Fetisch für meine Perspektive, kann das sein? Ich sehe irgendwie nur meine Perspektive die ganze Zeit. Ab und zu mal so Agurin, ab und zu mal Freddy, wenn er irgendwie einen Laser macht. Ich hab doch gar nicht viel gemacht in den Games. Bis zum Late Game Backdoor. Nein, der Guess scheinbar schon, weil what the fuck? Mach ich irgendwie so lustige Gesichter oder was? Ihr seht alles und Akre wird abgebrochen. Agurin geht für das Play, er holt Sekunden raus. Wichtiger Knockup, aber Agurin liegt im Fokus und Sven bekommt den Kill gegen Agurin. Catch für Eintracht Frankfurt.
Aber du hast trotzdem nichts verloren. Junge, Tolki, der ist komplett insane. Nimm den nächsten Olympics weg. Ja, he's out. Trust in me. Also bitte mit hinter mich, oder? Ja, Seraphin. Ihr müsst mitpushen, ihr müsst mitpushen, ihr müsst mitpushen. Setz uns hin, aber Tolki! Der sidesteppt die scheiß Ult! That's me. Lass Nash gehen. Ja, die werden auch TP'en. Könnt ihr auf die Backline da flanken? Ich hab kein Ulti, Wukong hat auch kein Ult, aber... Okay, sehr schlechter Fight, lass komplett raus, lass komplett raus. Lass komplett raus, das ist sehr wert. Das ist sehr, sehr wert. Alter... War das fein? Vielleicht muss ich flippen. Vielleicht kann der Backdoor gucken. Kann jemand Mitte, kann jemand Mitte gehen? Komm, alle hoch. Lebe, mein Drache! Ah, actually ist der Cloud Dragon ein bisschen zu schnell, ha? Ja, hast du Cloud Dragons. Ich pushe Mitte, aber wir... Ja, wir resetten bereits. Vielleicht gehen wir mit Tower. Das wäre eigentlich richtig gut, dass er da stirbt, by the way. Ja, ich krieg schon Mitte in der sogar. Die haben wir kriegen so viel auf der Map. Ult und Nami Ult benutzt. Holt euch nur den Inhib und dann faltet ihr die nicht mehr, okay? Aber Seju wird ulten. Raus, 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 raus. Das wäre so gut. War wirklich echt gut, dass er stirbt und dass sie ihn chasen. Okay. Die können not bad, not bad. Die gehen für mich, ja. Mitte ist tot. Wir müssen defenden wieder. Elder oh, die Situation. Ich will Freddy Solo Kimmer sind. Ich hab dir noch nicht gesehen. Gib mir mal Freddys Perspektive. Oben, ne? Meine kenne ich. Ich werde sterben. Freddy, ich brauch deine Hilfe. Das Game ist sonst over. Das Game ist nicht over. Freddy hat das und Tolkien hat das. Ja? Das ist GG. Oh, wow. Nein, ist nicht GG. Oh, das ist antiklimatisch. Ist nicht antiklimatisch, ist sehr klimatik. Das ist fucking antiklimatik. GG. Und schütte der Wukong. Ich hab Seju. Was ist der denn für ein Inter? Ich hab Seju gekillt währenddessen. Solo Lanes NNO. Schönes Sonders Fred Erik. Oh, bam. Schönes Sonders Toy Ulkin. Actually, habt ihr das? Nee. Wenn ihr die Illusion habt? Fred Erik? Alter, wenn ihr die Illusion hier killt. Ach, schade. Nami schubt an die Minions. Ja, ja. Na, Double Kill. That's me. That's for push. Oh my god, du kannst ihn halten. Oh, ich liebe diese Endcalls. Aber jeder. Ist immer so, entweder end oder Nash. Mein Aquarius steht einfach ein Ziel und dann so end. Wie so eine, diese Möwen von Findet Nemo mit Essen. Das sind immer wir. Elder zuerst, bitte. Wir können nicht benden. Das sind 20 Sekunden für Wukong. Nach dem Game müssen wir reden. Alter, du musst echt die Fresse halten. Da kommt mich so auf, das Game. Shit. Wir hätten schon lange verloren, glaube ich, wenn ich nicht rede. Alles gut, Jungs. Alles gut. Carry Moment nach seiner Möglichkeit, das Spiel zu carryen. No way, auf 5 Items, komplett Vollbild. Und jetzt, es ist der Tollkühne auf Nah. Er hat Wits End und Blades. Und er wird sich für den Double Nexus Turret traden. Oh yeah, it's me. Nein, wir gewinnen nicht. Brücke hat nicht überlebt. Wisst ihr, was ich hier gefragt habe, tatsächlich? Mal guck mal, wenn ich E drücke, habe ich 2,44 Attack Speed. Das heißt, ich habe fast Maximum Attack Speed. Hätte ich nicht einfach auf der Stelle gehen können, statt nach vorne zu gehen und vielleicht einfach die Nami killen. Aber ich weiß, ich habe mir das Replay irgendwie 10 Mal angeguckt von der Situation, weil ich wissen wollte, ob ich es besser spielen kann. Und wenn ich nicht eher nach vorne, so auf der Stelle, dann würde mich Nami Q treffen. Und dann sterbe ich auch. Aber wenn ich irgendwie Ortex geprockt bekomme, Blade geprockt bekomme, schaffe ich vielleicht mega dazu werden, noch mehr Sides zu storen, dann könnten wir hier schon enden. Aber, I mean, naja, ich war mir nicht sicher, weil ich dachte, wie Nami halt ihre Spell wirft, ist nicht möglich. Und wenn ich E drücke, muss ich immer double hoppen. Weil so viele Leute um mich herum standen, das ist auch Gott. Brücke hat nicht überlebt. Da mega nah werde. You know? Aber die Bubble kommt halt da an, wo ich stehe. Also muss ich double hoppen. Hätte nach links double hoppen können, nach unten vielleicht. Und dann irgendwie mega nah werden, noch mehr Zeit gewinnen. Pjok geht für den Negate gegen Arin und Arin ist tot. Der Kill ist bei Pjok. Ganz wichtiger Gate. Der hat auch gegangen, was? Geh für End. Wir verlieren den. Weiß. Nein, wir gewinnen den. Der tollkühne Nexus Trader. Der ist down, der zweite auch, aber Tolkien stirbt ebenfalls. Guter Call. Könnt ihr wieder links lang? Ja. Ich wollte jetzt rein. Oh, das ist jetzt der Mid Space, das ist zu früh. Ja, aber die enden noch sonst, ne? Auf Zeit. Nee. Dann raus mit dir, ich muss raus. Ja, du bist okay. Tot, ne? Honestly, wenn die verlieren sollen, wenn nicht alle auf Freddy reagieren, sondern nur 2 Personen, dann könnt ihr wahrscheinlich Mitte enden. Raus mit dir. Aber sie haben alle reagiert, von daher war es gut. Guck mal auf die Mine. Seht mal, guck mal auf Lucian und Nami, die Recoin. Warum? Lucian und Nami können legit durchlaufen und unseren Inhib killen und dann unseren Nexus killen. Wir sind noch für eine halbe Minute tot. Das Game war hier over. Wenn, also, 3 Mann Recoin. Und Freddy ist schon dead.
Wenn die hier den V-Call canceln würden, sobald sie sehen, dass Freddy dead ist, ist das Game zu Ende. Oh, wir hätten so Luck, dass wir Playoffs actually... Alter, wenn die nicht V-Callen, ist einfach das Game zu Ende, ne? Jetzt ist gewonnen, of course. Auch ohne Minions, natürlich ohne Minions. Wir haben keine Nexus-Turrets. Unsere Nexus-Turrets sind gone, Bro. Die müssen nur den Inhib killen und dann den Nexus. Das sind keine Turrets. Das Game ist einfach over. Game ist einfach over. Die können hier einfach mit runter E-Spots. Guck mal, Arguin ist 20 Sekunden. Halbe Minute auf Brüki, halbe Minute auf mir. Freddy ist einfach fucking dead. Ich meine, sie können immer noch reset. Guck mal auf die beiden beim Drake, wann die recallen. Freddy ist hier tot. Du guckst an die Basis und du siehst, Freddy ist dead. Der wird nach der Ult wird er Gesidran geholt und ist einfach dead. Ah, wir hatten so Glück. Wir hatten so Glück. Irgendwer tippiert? Ist egal, ist over. Oh mein Gott, die Gamefall. Ja, egal, ist over. Let's go! Game 5! Ich möchte kurz sagen, dass niemand gesehen. Die Prime League ist to see. Ja, schon geil. Da die Probe nehmen wir mit, Trainer. Darf ich mal einmal die Frage stellen? Kann ich, okay, okay, Patrick. Was ist das für ein Geräusch? Das ist terrible. Holy shit. Ja. Danke, Bro, für diese Algorithm-Perspektive. Wir sind da. Ihr könnt nicht. Miasma, Cronin? Ah, nein! Alle Flashes, ne? Die gehen für mich einfach, ja? Nein, die gehen. Look, ich hab gecancelt. Die ist tot. Achso? Ich hab B-Spell geused. Yep. Fuck. Agurin-Show? Nice. Hat er noch W? Ja. Nicht mehr. Er kann W mehr. Jetzt aber erstmal wie ein Top-Linking von Agurin. Ja, das sehen wir häufiger in der Series. Sven wird bereits angegangen, hat keine Flash, der ist auf Cooldown Tolkien, aber kein Mana. Das heißt, Sven überlebt. Nein, er wird eingesperrt und Agurin dankt auf. Dafür ist er gestorben. Bin ich auch gestorben? Wanted Relative und Akra am Start. Tolkien sollte ihn verkaufen. Aber Frost sitzt, der Charm ebenfalls. Arguin sicher tot. Nö. Ich hab safe gespielt, gut. Aufpassen. Da geht's doch nochmal für den Engage. Arguvurin? He is a bit deep, aber er lebt gleich wieder. Oh mein Gott, Renata ist broken. Wie am Ballist ist Renata. Kani, 1v9. Die Ult von Kani fucking Mani hittet drei Mann. Und dann lebt er den kleinen Java in letzter Sekunde wieder. Ah. Erotischer, werd ich ein bisschen hart. Oh, die Ult macht mich noch härter. Das ist ja besser als... Ist auch egal. Ähnliches ausgetauscht wird, aber Noah ist dabei. Der kommt nach unten. Sven hat kein Flash, keine Ultimate. Frisch Medina geworden. Tolkien's Ult trifft bereits, dass Miasma sitzt. Sven hat viel Damage kassiert, ist ignited und stirbt. Noah mit seinem fünften Kill. Er muss natürlich auch irgendwie die Möglichkeit finden. Es geht um die Soul. Es ist der alles entscheidende Teamfight, der diese Series, diesen Split, dieses komplette Jahr für beide Teams entscheidet. Geht rein, geht der Flank war sick von Wanted. Der Flank war richtig sick von Wanted. Da hat mir beinahe das Game verloren und dann die Series, das Leben, unser alle. Ari. Jetzt hier bam! Cassiopeia. Der deutsche Vergifter. Meine Stimme ist ja so übersteuert. Und dann, ich habe auch direkt danach gesagt, wenn ich mich hier erinnere, nachdem ich übersteuert habe, so beruhigt euch wieder oder so. Weil das Game war eigentlich nicht gewonnen. Argo hat mich bloß gehypt und ich hab mich hypen lassen. Ganz ruhig, ich sollte mit am Nexus oder so. Okay, mach zu Ende. Ist nicht over. Ich hab nicht das für enden können. Ist nicht over, Geist. 30 Sekunden. Bis Siri. Ihr könnt. Geist ist nicht over. Trust. Geist ist nicht over. Nein. Jetzt, warte einfach mal bitte. Ja, mach echt nicht schnell. Geist! Okay, 15 Sekunden. Doch, wir ziehen aber durch. Oh mein Gott. Noch so eine Series jetzt. Ja, das ist die wichtige. 4 Sekunden. Hittet. Agurin? Ja. Wir ziehen durch, okay? Egal was passiert, hit Nexus. Egal was passiert, hit. Könnte ich hätten, Geist, könnte ich hätten. Hit Nexus. Ja, ruhig. Let's go! Das ist aber einer meiner Lieblingsmomente gewesen, als ich das rewatcht habe. Weil Brücki sagt irgendwie so, Agurin, beruhigt dich oder so. Und dann beruhigt euch Team. Und dann eine halbe Sekunde später fange ich an zu schreien. Ist so geil. Nexus. Ja, ruhig. Let's go! Alter, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah!
Was hat Buki gesagt? Moment, Entschuldigung, was meint ihr? Ja, mach schon echt nicht schnell. Okay, 15 Sekunden. Doch, doch, wir ziehen aber durch. Oh mein Gott. Noch so Nocibius jetzt. Ja, das ist die richtige. 4 Sekunden. Hittet. Agurin? Ja. Wir ziehen durch, okay? Agurin? Wir hitten. Egal was passiert, hit Nexus. Hit Nexus. Ja, ruhig. Let's go! Ja, ruhig, Team. Let's go! Schon sehr geil, schon sehr geil. Egal was passiert, hit Nexus. Hit Nexus. Ja, ruhig. Let's go! Miracle Run ist vollbracht. No Need Orga steht. War schon sehr geil. Ich bin ehrlich. War schon sehr erotisch. Hat Spaß gemacht. Im Finale und im Relegation Tournament für die erste Division. Hä? Bruder, wo ist Hertha? Ich war gerade voll. Ich wollte jetzt das Ende sehen unseres Runs. Ja, scheinbar gibt es Hertha nicht in dem Video drin. Vielleicht gibt es noch ein anderes Video auf dem Kanal. Aber ist eigentlich auch egal. Die Hertha-Series war die Frankfurt-Series war die wichtigste. Hertha war jetzt auch mittlerweile auch wichtig. Weil der Panther disqualifiziert wurde. Schau Part 2 ist ja perfekt. Also machen wir direkt weiter im Text. Oh, guck mal da. Er hat jetzt für 3 Best of Fives 42 Minuten gebraucht, hat für ein Best of Five 26. Das heißt, er hat hier wahrscheinlich eine Menge mehr Szenen reingenommen, der junge Mann, der gute Enrico. Aber erstmal, oder Eriko. Bevor wir jetzt aber hier das nächste Video anklicken, wechseln wir erstmal auf unseren richtigen Account. Auf Tolkienloy. Was? Lassen wir einen fetten Like da und schreiben was drunter. So macht man das nämlich hier. Man lobt Leute, die gute Videos machen. Das hat echt viel Spaß gemacht zu gucken. Danke dir. Ne, warte, was? Geiles Video. Generischer Kommentar. Hoch 50, aber who cares? Ist immer noch ernst gemeint. Hier kommt ihr zu dem ersten Part und wir gucken uns jetzt Part 2 an. Aber erst nachdem sich Tolkienloy in diese Flasche Wasser eingefüllt hat, dann ich hab zu schnell gegessen, wie so ein Kloß im Hals. Ich bin ganz kurz Wasser holen. Dann geht's direkt los mit Part 2.